Guten Abend. Schönen guten Tag. In diesem Video erzähle ich dir, warum Comedy wichtig ist. Oh, fuck! Schon im Mittelalter gab es diese komischen Narren-Gaukler-Leute, die halt Comedy gemacht haben und auch für den König. Das heißt, der König hatte selber Leute eingestellt, die Comedy gemacht haben für ihn. Ich war des Königs liebster Narr, vergnügte ihn mit meinen Possen. Doch nur ein schlechter Scherz schon kriegt das am Herz und ich ward in Ketten geschlossen. Aber natürlich ist das eigentlich kein richtiger Grund, warum Comedy wichtig sein sollte. Die können mich halt. Mein Tour ist ein Loch, so ein Scheiße. Comedy bietet eine andere Beziehung zur Misere. Lachen. Statt sich über die Misere der Existenz zu ärgern. Comedy bietet auch eine gute Möglichkeit. Fuck, den Text vergessen. Comedy bietet auch eine gute Hilfe für den Sinn der Demütigung. Es gibt viele Sachen, die unsere Würde bedrohen. Wenn ich jetzt jemanden sehe, der sein Auto am Stock verprügelt, dann würde ich im normalen Leben denken, Alter, was ist da los, ey? Ist der vielleicht ein bisschen behindert oder was? Aber wenn man dann sieht, ey, das ist eine Comedy-Sendung, die da gerade ist, dann merkt man, oh, das ist lustig, ich lache, haha. Also lehrt es uns auch, dass wir jemanden mögen, den wir im echten Leben verflucht hätten, Punkt. Comedy produziert wohlwollende Stereotypen. Das ist richtig cool, denn die sind wohlwollend und sind nicht so behindert wie du und ich. Weißt du, was ich meine? Nee, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Gut, gut, dann bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen hier beim neuen Video. Nein, ich saß. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Comedy produziert Power in Balances. Wow. Wenn ich mir zum Beispiel ein Kerlgras auf dem Kopf setze, dann balanciere ich das Kerlgras auf meinem Kopf. Das ist damals nicht gemeint, aber ist mir egal. Denn ich bin ein Gangster. Du könntest also weniger Mächtige Feedback an Mächtige geben. Also, Comedy ist ein Bedürfnis der Gesellschaft. Es hilft uns, mit Enttäuschungen, Problemen und Schwierigkeiten umzugehen. Und somit ist es ein unverzichtbares Werkzeug für eine bessere Gesellschaft. Ja, sag mal, was ist... Wo kam der jetzt her? Wenn ich jetzt irgendwie Bleistifte? Comedy ist eine Form der Unterhaltung. Wie man vielleicht schon irgendwann gemerkt hat, ja. Es lässt uns für kurze Zeit Probleme und Sorgen vergessen. Vielleicht auch für längere Zeit, ich habe keine Ahnung. Und hat somit die Macht, deinen Tag, die Tage, ne, der Leute halt besser zu machen. Wenn man zum Beispiel andere Genres anguckt, sieht man ja vielleicht so nicht so Sachen, wo man so denkt. Positive Laune, sondern eher halt so Spannung oder Trauer oder sowas in der Art passiert ja. Gibt ja auch andere Sachen, wo das so diese Stimmung dabei ist. Aber bei Comedy ist die Stimmung immer ziemlich gut. Und deswegen ist halt einfach Comedy wichtig, um zu leben. Sub my channel, please. Andere Genres sind ziemlich negativ. Und dann könnt ihr jetzt einen lustigen Witz machen. Aber mach es wirklich nicht, weil ich bin ja nicht rassistisch, ja. Einer aus Friese und einer Bayer treffen sich im Aufzug. Sagt der Bayer, grüß Gott. Sagt er aus Friese, so hoch fahre ich nicht. Wenn dieses Video dir trotzdem gefallen hat, kannst du jetzt hier die Comedy-Videos angucken. Ich habe ja gesagt, dass Comedy wichtig ist. Und diese Comedy-Videos, ne, macht Sinn, oder? Was passiert, wenn man Cola mit Bier mischt? Man kollabiert. Saß.